Endlich können wir guten Abend sagen. Es ist draußen dunkel, die Lichter sind an. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, zu der Predigt. Ich grüße auch alle herzlich im Internet, bei YouTube, die diese Predigt hören werden. Herzlich willkommen. Und wir freuen uns, dass wir heute den zweiten Advent hier feiern dürfen. Und heute ist das Thema The Star's Father. Und zwar Josef. Also wir haben ja mindestens zwei Josefs eingeladen, extra für diesen Gottesdienst. Nein, Scherz. Aber es sind hier zwei Josefs. Gibt es noch einen Josef? Nee, also zwei ist schon mal gar nicht schlecht. Gute Quote. Heute geht es um Josef. Und wie ihr vielleicht schon auf dem Flipchart gesehen habt, Josef, der wahre Weihnachtsmann. Aber bevor ich auf den Josef eingehe, möchte ich noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wie fing die Geschichte eigentlich an? Und ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen nach Jerusalem. Wohin denn sonst? In den Tempel. In den Tempel Jerusalems vor 2000 Jahren. Überall Marmor. Tonnenweise Gold. Also der Tempel war nicht mit Blattgold verkleidet, wie heute manche Skulpturen, sondern der war mit Goldblech beschlagen. Tonnen von Gold. Wahnsinn. Überall Edelsteine. Weihrauch. Und dieser Tempel war damals vor ganz wenigen Jahren fertiggestellt worden. Der wurde jahrzehntelang gebaut und da wurde rumgewerkelt und rumgebastelt und der König Herodes hat diesen Tempel bauen lassen. Ja, warum hat er den überhaupt bauen lassen? Ja, er wollte sich die Gunst der Juden erkaufen. Hat aber nicht geschafft. Und man sagt, dass dieser herodianische Tempel sogar schöner war als der Tempel des Salomos. Und in diesem Tempel haben die Priester Dienst gemacht. Und es gab tausende Priester. Und einer von diesen Priestern war der Zacharias. Und seine Frau hieß Elisabeth. Und er hatte einen tollen Job. Aber es hat etwas noch gefehlt zu seinem Glück. Er hatte keine Kinder. Und er hatte nicht nur keine Kinder, er hatte auch kein Kind. Er hatte null. Weil seine Frau unfruchtbar war, so steht es in der Bibel. Und damals wurde ein Los geworfen. Und natürlich wollten alle Priester ins Heilige gehen und auf dem Räucheraltar räuchern. Natürlich wollten das alle machen. Aber es durfte nur einer. Deswegen wurde immer ein Los geworfen und derjenige, der mal drankam, der durfte nie wieder in seinem Leben drankommen. Das ist so ein bisschen wie bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Wer zweimal die Amtszeit hinter sich gebracht hat, der darf nie wieder Präsident werden. Und so war es auch damals. Wer einmal geräuchert hatte, durfte nie wieder räuchern. Also durfte nie wieder diese ehrenvolle Aufgabe machen. Ist ja klar, sonst würden vielleicht viele doppelt drankommen, viele gar nicht drankommen. Ja. Und dieses Jahr oder dieses Mal fiel das Los auf den Zacharias. Und er hat sich so gefreut. Und er geht dort hinein mit seinem Räuchergefäß, in wunderschöner Kleidung, alles Gold, alles wundervoll. Und fängt dort an zu räuchern und zu beten. Und auf einmal tut es einen Schlag. Es und niemand geringerer als der Engel Gabriel steht vor ihm. Rauch, Dampf, goldene Flügel mit goldenen Federn. In all seiner Majestät. Ein Wunder, Wahnsinn. Der Engel Gabriel höchstpersönlich. So steht's. Können wir es nachlesen in der Bibel. Und was sagt er? Engel Gabriel, logisch. Keine Angst, hab keine Angst. Das sagen die Engel meistens, ne, wenn sie Menschen begegnen. Keine Angst. Und dann sagt der Gabriel, hey, dein Gebet ist erhört worden. So lange hast du und deine Frau um einen Sohn gebetet oder um Kind und jetzt wird deine Frau schwanger werden. Und du wirst einen Sohn bekommen. Und er wird groß sein. Und er wird in der Kraft des Elias kommen. Und er wird ganz Israel auf den Kopf stellen. Es wird der Wahnsinn sein. Und der Engel Gabriel redet sich so richtig in Rage. Also wenn ihr dieses Kapitel da mal lest, ey, Wahnsinn. Der packt richtig groß aus. Und da kommt und der Zacharias so. Und was wird das Zeichen sein? Stellt euch vor, da steht der Engel Gabriel, also
Was gibt's noch? Ich glaube, dem Engel Gabriel ist die Kinnlade runtergefallen. Und ich glaube, die Engel Gottes haben einen gewissen Spielraum, wenn sie die Nachrichten zu den Menschen überbringen. Und was sagt er ihm? Du wirst stumm sein, bis das passiert. Bam, Ende. Und der Engel Gabriel verschwindet wieder. Und das hat ziemlich lange gedauert. Also ich vermute mal, dass der Engel Gabriel noch mehr ausgepackt hat, als in der Bibel steht. Weil es steht in der Bibel, es hat ziemlich lange gedauert, dass Zacharias da aus dem Heiligtum rauskam. Und wirklich, er ist stumm und Gott hält sein Versprechen, seine Frau wird schwanger. Aber nein, Zacharias ist nicht so gut wie der Vater des Stars. Er ist nicht so gut wie der wahre Weihnachtsmann. Wollen wir uns mal den wahren Weihnachtsmann angucken? Davor, 6 Monate später, ist der Engel Gabriel wieder im Außendienst, auf Geschäftsreise. Und erscheint der Maria und sagt ihr die Empfängnis Jesu voraus. Und dann, Matthäus 1, Vers 18, ich lese. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Das ist die herrliche Anstößigkeit der Weihnachtsgeschichte. Und bei mir hat es super lange gedauert, bis ich das gepeilt habe. Weil das wird ja immer so glorifiziert, ne? Jungfrauengeburt und alles wunderschön, aber damals war es überhaupt nicht lustig. Und jetzt kommen wir zwangsläufig zu dem Stars Vater, zum Josef, zum wahren Weihnachtsmann der Weihnachtsgeschichte. Und das war wirklich ein Skandal, dass auf einmal die Maria, die war so um die 14 bis 16 Jahre alt ungefähr, nimmt man an, dass sie auf einmal schwanger ist. Unerhört. Und der arme Josef, seitdem er ein kleiner Bengel war, hat er geschuftet, um sich eine Frau leisten zu können, sag ich mal. Das war jetzt nicht so wie bei uns. Sondern da musste ein Mann richtig schuften, damit er eine Familie ernähren konnte. Es gab keine Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und sowas, gab es alles nicht. Und jetzt ist sie schwanger. Seine ganzen Träume zerplatzt, wie eine Seifenblase. Irgendjemand muss ihm das Allerliebste genommen haben. Und das Allerschlimmste, sie hat dabei noch mitgemacht. Wie konnte sie nur? So eine mega Enttäuschung. Wie geht es dir, wenn dich jemand krass enttäuscht hat? Wenn deine Träume zerplatzen? Wenn deine Kollegen oder deine Kinder dich enttäuscht haben? Deine Eltern? Vielleicht sogar dein Partner? Ja, vielleicht sogar dein Pastor? Wie verhältst du dich dann? Also manche rasten ja völlig aus, ich bringe ihn um, ich drehe ihm den Hals rum. Also manche sind da wirklich, können sich da so richtig reinsteigern. Und zu diesen manchen gehöre ich auch manchmal. Ehrlich, also manchmal, wenn ich verletzt werde, dann kocht es in einem. Vielleicht werden wir auch manchmal anders verletzt, nicht so krass, sondern mit vielen kleinen, tausenden von Nadelstichen. 1000 Kleinigkeiten. Und irgendwann rasten wir dann völlig aus. Aber was tut Josef? Matthäus, Kapitel 1, Vers 19. Josef, der schon als Ehemann galt und ein aufrechter bzw. frommer Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie, also Maria, nicht zum Gespött werden zu lassen. Also, Josef war ein frommer Mann. Und er war nicht nur einfach fromm, sondern er war wirklich, er kannte Gott. Und wir Menschen haben auch eine Frömmigkeit. Und Frömmigkeit kann man auch gleichsetzen mit Gerechtigkeit. Und die menschliche Gerechtigkeit ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. So 50-50. Ne? Wenn du zu mir gut bist, wenn ich zu dir gut, dann ist alles gut. Aber hier
ist etwas ganz Schlimmes passiert. Und ihm wird bewusst, Maria hat einen anderen. Er muss diesen anderen finden. Er muss ihn zum Duell herausfordern. Ihm mit einer Pumpgun das Gehirn wegpusten. Ihm die Kugel geben. Nix. Gar nichts dergleichen. Und jetzt habe ich schon könnte man wirklich stutzen? Er will sich wirklich nicht rächen? Er sucht nicht verzweifelt nach demjenigen, der das angestellt hat? Da kann ich wirklich sagen, Josef ist der Mann der Weihnachtsgeschichte. Er ist der wahre Weihnachtsmann. Und wisst ihr, er fragt nicht mal bei Maria vorsichtig nach, du, wer war's? Oder, ne? Er rastet nicht aus. Er läuft nicht amok. Und er macht das alles freiwillig. Er hätte alles Recht dieser Welt, die Maria zu verklagen. Und er macht es auch nicht, weil er so ein guter, frommer Jude ist. Ja, ich bin jetzt ein guter, frommer Jude, also werde ich nicht auf meinem Recht bestehen. Gerade deswegen, die meisten Juden hätten das gemacht, aber Josef nicht. Er zehrt das Ganze auch nicht an die Öffentlichkeit, weil er Maria liebt und ihr vergibt. Er ist der wahre Weihnachtsmann. USA, vor ein paar Jahren. Ein Interview mit einer 94-jährigen Überlebenden des Holocaust. Und sie erzählt, dass sie nach dem Holocaust sofort, also sie war im Konzentrationslager, sofort in die USA emigriert ist. Und sie hat gesagt, aber ich habe gemerkt, dass diese SS-Leute, diese Wachmänner, die Nazis, immer noch mein Leben ferngesteuert haben. Sie haben immer noch bestimmt, was ich fühle, was ich denke und wie ich handle. Und zwar so lange, bis ich mich entschlossen habe, ihnen zu vergeben. Und das ist wirklich super wichtig. Vergebung. Josef vergibt hier und will sich nicht rächen. Wenn du nicht vergibst, wenn ich nicht vergebe, das ist genauso, als würden wir Rattengift nehmen und warten, bis die Ratte stirbt. Also nochmal, wenn du nicht vergibst, wenn ich nicht vergebe, nehmen wir Rattengift und warten, dass die Ratte stirbt. Als ich das in meinem Leben gepeilt habe, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre, ich bin so dankbar dafür, dass ich das verstanden habe, wie wichtig Vergebung ist. Josef will sie ohne auf sein Recht auf Rache verlassen. Also er macht es, weil er sich in ihre Situation hineinversetzt. Er will keine Anzeige erstatten. Er lässt die Steinigung, die auf dem Plan stehen würde, ausfallen. Er nimmt die Schande auf sich und er betreibt keinen schmutzigen Enthüllungsjournalismus. Und nicht so, es geht um die Wahrheit, ich will immer die Wahrheit wissen und so weiter. Nein, er steckt ja komplett zurück. Er sehnt sich nach vergebender Barmherzigkeit statt nach brutaler und gerechter Aufdeckung. Josef will es gar nicht wissen. Er will seine Maria schützen. Fazit, wir können zwei Sachen von Josef lernen. Er trifft eine klare Entscheidung, so zu handeln. Er hätte nicht so handeln müssen. Jedes Gericht dieser Welt hätte ihm Recht gegeben. Und Maria wäre gesteinigt worden zu der Zeit. Aber er setzt sich in ihre Situation hinein, eine Empathie, die seinesgleichen sucht, und lässt es nicht zur Anzeige kommen. Und das passiert nicht nur in seinem Kopf, er wendet es auch tatsächlich an. Und so handelt der wahre Weihnachtsmann. Zweiter Weltkrieg. Eine Geschichte über Barmherzigkeit. Ein erbitterter Luftkampf tobt über Deutschland. Das Blatt hat sich gewendet. Das Dritte Reich ist dann in der Defensive. Und wird von den Alliierten bombardiert. Und ein alliierter Bomber, ein Bomber ist ein großes Flugzeug mit relativ vielen Soldaten, also ich glaube so 10 Soldaten und mit vielen Bomben. Und diese Viecher, die waren ziemlich schwerfällig. Also die waren nicht so wendig wie die kleinen Kampfflugzeuge, sondern waren lahme Kisten, aber riesengroß. Natürlich hatten sie auch eigene Waffen an Bord, auch Maschinengewehre, um sich ein bisschen zu verteidigen.
Sie wurden auch eskortiert von ihren eigenen Kampfflugzeugen. Aber bei diesem ist Folgendes passiert. Er hat seine Bombenlast natürlich schon abgeworfen. Seine Eskorte, die Kampfflugzeuge, waren alle abgeschossen worden. Der Bomber selber war komplett durchsiebt, wie ein Mehlsieb. Er flog noch gerade so. Und ihr wisst ja bestimmt, wenn ein Flugzeug beschossen wird, die Kugeln gehen durchs Flugzeug wie durch ein Spinnweben. Flugzeuge sind ja dünn, sind ja nicht gepanzert, sonst würden sie ja nicht fliegen, klar. Und da gab es einen Verwundeten. Einer wurde schwer verwundet und musste versorgt werden. Und seine Kameraden haben alle die MG-Stellung, also die Maschinengewehrstellung, die letzte Verteidigungsmöglichkeit verlassen und haben sich um diesen Soldaten gekümmert. Und der Pilot fliegt und die anderen kümmern sich um den Verwundeten. In diesem Moment steigt ein deutsches Kampfflugzeug auf, wendig, schnell und aggressiv und fliegt auf dieses Flugzeug zu. Kommt ganz nah dran, also die sind immer ganz nah dran geflogen, um wirklich möglichst effektiv feuern zu können. Und er sieht durchs Fenster, wie die Mannschaft diesen verwundeten Kameraden versorgt. Und er sieht, alle haben ihre MG-Stellung verlassen. Das Flugzeug ist komplett wehrlos. Dieser Riesenbomber ist komplett wehrlos. Nur der Pilot sitzt noch an seinem Steuerpult und versucht, das Ding in der Luft zu halten. Wahnsinn. Und er weiß, ich muss das Ding jetzt abschießen. Ob ich will oder nicht. Er muss es abschießen. Wenn er es nicht abschießt und jemand ihn anzeigt, exitus maximus. Das heißt, man würde ihn wahrscheinlich zum Tode verurteilen. Aber der Deutsche sieht, dass dieser Bomber völlig wehrlos ist, fliegt nah an ihn dran, hier vorne, so wie ich es hier gemalt habe, und er nimmt Blickkontakt auf mit dem Piloten in einem großen Bomber. Die beiden schauen sich an, der Deutsche salutiert und dreht ab und lässt den Bomber nach Hause fliegen. Wow, was für eine Barmherzigkeit. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Das Geniale ist, die beiden treffen sich nach dem Krieg und werden gute Freunde. Unglaublich. Da wird Barmherzigkeit direkt belohnt. Und glaubt mir, Gott belohnt Barmherzigkeit. Wir gehen weiter in unserer Geschichte. Matthäus 1, Vers 20, das ist jetzt ganz chronologisch, Matthäus. Und während er, Josef, noch darüber nachdachte, also gute Gedanken hatte, die Maria nicht zu blamieren und sie nicht der Steinigung zu übergeben, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen. Denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Und hier sagt er, Josef, du Sohn Davids. Hey, Josef, das war ein Nachkomme Davids. Und kennt ihr noch die Geschichten von David? David hat ja auch manchmal ähnlich gehandelt, voller Barmherzigkeit. Eine richtig krasse Geschichte, wo er eigentlich jemandem richtig einen auswischen hätte müssen. Er sitzt bei seinen Schafen. Und auf einmal ruft sein Vater ihn, Josef, komm an die Front. Deine Brüder sind an der Front, du sollst auch dahin. Der so, wie bitte? Ich an die Front? Wie cool ist das denn? Wir müssen wissen, der Vater konnte David nicht leiden. König David, den späteren. Er konnte ihn nicht leiden, steht in der Bibel. Zwar ziemlich versteckt, aber es steht da. Seine Mutter konnte ihn auch nicht gut leiden. Und seine Brüder erst recht nicht. Und jetzt hat er endlich gedacht, vielleicht, jetzt bekomme ich mal die Anerkennung, jetzt darf ich mal an die Front gehen. Der Vater sagt, hier hast du einen Beutel, da sind Kuchen drin, ein bisschen Käse, noch für den Hauptmann, bring das mal vorbei. Da darf ich natürlich so, ne? Er geht los und kommt dahin, grüßt seine Brüder ganz freundlich, verteilt das Essen an den Hauptmann und an alle Leute. Und auf einmal kommt da so ein Goliath draus, ne? Den kennen wir auch. Und hält da so ein Seminar, ne? Ein Seminar der Angst, ein Seminar des Schreckens. Und glaubt mir, alle Israeliten nehmen ihm das Seminar voll ab. Sie glauben an sein Seminar. Sie sagen, ja, hauen ab, verstecken sich vor ihm.
Ja. Aber David sagt, was soll das? Er sagt, hey Leute, wir sind doch, Gott ist doch auf unserer Seite. Wieso habt ihr vor diesem Goliath Angst? Und fragt, ja, was wird derjenige bekommen, der den Goliath besiegt? Und dann erzählen sie ihm, ja, die Frau des Königs wird er die Tochter des Königs wird er bekommen, dann wird seine Verwandtschaft wird von den Steuern befreit werden. Nicht schlecht. Also Steuern ist echt blöd. Also, ne? Und das bekommt natürlich sein ältester Bruder Eliab mit. Dieses Gespräch. Und alle stehen da um den David und diskutieren und da kommt der Eliab. Und sagt, hey, was willst du eigentlich hier, Kleiner? Wo hast du diese wenigen Schafe in der Wüste gelassen? Geh doch zu deinen Schafen, was willst du hier? Ich kenne dein böses Herz, ich kenne deine Arroganz, deine Niedertracht. Du willst doch nur zugucken, wie wir uns hier gegen die Philister verausgaben. Der David schaut ihn an, der reagiert kaum auf ihn. Er sagt, ich habe doch nur gefragt. Also der David hätte allen Grund, ihn fertig zu machen, sagt, ey, wie kannst du mich hier so blamieren vor allen? Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir. David kämpft gegen Goliath, besiegt ihn Goliath und er lässt den Eliab komplett unbehelligt. Barmherzigkeit. Und später, als David König wird, setzt er den Eliab als einen Ministerpräsidenten ein, von einem großen Landstrich. Das heißt, er hat es ihm nicht übel genommen. Er war voller Barmherzigkeit. Und dieser David war der Vorfahre von Josef. Also, während er noch darüber nachdachte, Josef, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen. Denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Als er das noch bedachte, als er gerade dabei war, so gute Gedanken zu haben, die Maria nicht in die Pfanne zu hauen, sondern sie zu schützen, in dem Moment greift Gott ein. Da habe ich mich gefragt, vielleicht wartet Gott auch manchmal bei uns, bis wir gute Gedanken haben. Wie oft habe ich schlechte Gedanken, wenn mich jemand beleidigt hat oder weil mich jemand gekränkt hat? Und glaubt mir, schlechte Gedanken blockieren den Segen Gottes. Und wir sollten auch Gutes tun, nicht aus Angst vor irgendeinem schrecklichen Gericht oder aus Angst vor irgendwelchen schrecklich wichtigen Geboten, sondern aus Liebe. Und egal wie recht du nach dem Gesetz hast, Gott will, dass du vergebend und barmherzig bist. Vergebend und barmherzig. Und heutzutage gibt es ja dieses Lied. Kennt ihr das? Lasst uns froh und munter sein. Ich habe jetzt nochmal zwei Zeilen dazu gedichtet. Vergebend und barmherzig sein. Also, wenn ihr jetzt das Lied jedes Jahr hört, denkt bitte daran, Gott möchte, dass wir vergebend und barmherzig sind. Ja, und zwar sagst du vielleicht, ja, okay, dann, wenn mir jemand was Böses tut, dann ziehe ich mich mein Schneckenhaus zurück, bin ganz still, mach gar nichts mehr. Stillsein und Stillsein sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Gott möchte nicht, dass wir passiv still sind, versteht ihr? Sondern aktiv. Nicht eingeschnappt in der Ecke hängen und sagen, ja, jetzt bin ich vergebig und sag gar nichts mehr. Ne? Sondern wir sollten aktiv still sein. Und dann wird Gott in unser Leben kommen wie nie zuvor. Und dann werden wir Männer und Frauen sein nach dem Herzen Gottes. Und glaubt mir, einen Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes lässt Gott nicht im Stich. Ja, ich sag mal so, in der Ehe ist es ja manchmal wirklich so, dass es manchmal drunter und drüber geht. Und da gibt es so viel Streit. Also ich habe mal gehört, dass 80% aller seelsorgerlichen Probleme Eheprobleme sind. Das ist ganz schön viel. Und dort, gerade da möchte Gott, dass wir nicht auf unserem Recht pochen. Weil wenn wir in der Ehe sind, also verheiratet sind und auf unser Recht pochen, das ist pures Gift für die Ehe. Gott liebt nette und vergebende Barmherzigkeit. Josef, der wahre Weihnachtsmann, macht uns Mut, dabei besser zu werden. Und glaubt mir, Gott belohnt das brutal, wenn wir vergebend und barmherzig sind.
Ich lese weiter in Matthäus 1, Vers 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, sagt der Engel, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Also in erster Linie rettet uns Jesus von unserer Sünde und von unserer Schuld. Aber Jesus rettet uns auch von unseren zerplatzten Träumen, von Hass und Depressionen. Und aus einem zerplatzten Traum des wahren Weihnachtsmanns kommt Jesus, der Retter der Welt. Und bis heute wissen wir es. Josef war es. Hätte Josef damals irgendwie Stress geschoben oder hätte er sich aufgeregt? Ich weiß nicht, ob ihm ein Engel erschienen wäre. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber er war edel, so wie der König David. Er war edel, wie es Gott gefallen hat und hat seine Liebste, die Maria, geschützt. Weiter geht's in Matthäus 24. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte und holte seine Frau zu sich. Und hier wird sein größter Traum, Maria zu heiraten, wird wahr. Und noch viel mehr, er bekommt noch einen Jungen dazu. Er wusste es damals schon, dass er ein Junge werden würde, ohne Ultraschall. Und nicht irgendeinen Jungen, sondern den Sohn Gottes, den Schöpfer der Welt. Einfach so, für 30 Jahre zu sich nach Hause. Heute haben wir es noch besser. Wir können Jesus für immer in unser Leben aufnehmen. Lasst uns froh und munter sein, vergebend und barmherzig sein. Der wahre Weihnachtsmann ist das richtige Vorbild dafür. Amen.